Ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda The Minish Cap. Und wir waren hier irgendwo im Dungeon und ich habe keinen Plan wo. Aber ich weiß, glaube ich, wo es lang geht. Wir gehen erstmal links lang. Warum? Keine Ahnung. Okay, das sieht einfach aus. Ja, das ist auch einfach. Okay, ich habe keinen Plan, wo wir lang müssen. Aber vielleicht... Ah, okay, das ist... Was? Was war das denn? Ist das jetzt der Anfang des Dungeons? Was soll das denn? Wo kam die Hand her? Uncool. Ganz uncool. Ja, okay, da müssen wir uns halt hier ein bisschen mehr aufpassen, dass uns keine Hand erwischt. Könnte gefährlich enden. Lebenskraft abgezogen? Also, wo kam die Hand her? Die kam hier. Da, man sieht den Schatten. Blöde, beknackte Hand. Komm runter. So. Die böse Hand ist besiegt und wir kriegen ganz viele Rubine. Ich hoffe, es kommt keine Hand mehr. Das wäre natürlich ein bisschen gefährlich, aber... Ein Auge? Ja. Ansonsten war es ja ziemlich einfach, nur die Hand kam unerwartet. Das sieht ganz nach Kampf aus. Ich hab's doch gewusst. Ich will Bomben ausrüsten. Wo hab ich meine Bomben? Da. Explodier! Geht doch. So, komm her. Aber weiter! Was mache ich da? Um Himmels Willen! Komm. Mann, ich hätte angreifen können. Aua. Geh weg. Lass dich von der Bombe treffen. So. Was ist das? Ah, das ist ein Porter. Okay, okay, okay. Ich weiß, was das ist. Ja, klar. Die kommen ja öfters mal hier vor und damit können wir uns einfach zum Anfang zurück teleportieren. Eigentlich ziemlich nice und am Anfang sind Herzen. Tatsache. Anfang. Ja, Han, jetzt hast du was nachsehen, wenn du mich erwischst, ne? So gesehen, ja. Wo geht's denn? Oh, heilige Scheiße. Ja. Ich hab so ein Gefühl, ich bin langsamer als die grünen Dinger. Aber es reicht vollkommen aus, also von daher. Was haben wir denn hier? Bomben und das letzte Stück des Herzens. Hui. Und wenn das kein Geheimnis ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Definitiv. Ja. Und was haben wir hier? Maulwurfshandschuhe erhalten. Damit kannst du graben wie ein Maulwurf. Oh nein. Ist das, was ich denke? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Also, wir sind im Himmelstempel. Im Himmel, wortwörtlich Himmelstempel, oder Windtempel. Eins von beiden. Und jetzt sind wir allerdings unter der Erde irgendwie. Aha, okay, das kannst du also nicht kaputt machen. Das heißt aber, ich muss noch irgendwo anderes Handschuhe finden. Oh ja, kommt doch von allen Seiten. Die Seite nicht... Was ist denn hier? Ach so. Usch. Das gefällt mir aber. Ja, das gefällt mir wirklich. Okay, das ist einfach. Ja, das ist ziemlich einfach. Was ist denn da links? Oh, nicht schon wieder so ein Glücksfragment. Ich krieg die Krise bei den Dingern. Und ja, was soll man dagegen machen? Man kann ja nichts dagegen machen. Ah, okay. Grab, grab. Was ist das? Ach, das soll bestimmt... Ah, okay. Ja, okay, ich verstehe. Hier ist Endboss-Time. Okay, gehen wir einmal komplett fast ganz raus. Gucken wir uns die linke Tür an. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Ich meine, jetzt haben wir den Schlüssel, den Handschuh-Move. Und
sind eigentlich unbesiegbar. So, Scratch Kackenreis besiegt. Und da ist Batman noch, und aber der ist auch kein Problem für uns. So, also, das Legend of Zelda sind Spiele sind ja nie was für mich. Wow. Lass mich in Ruhe. Also wir schreiben eigentlich heute den 29.08. Heute ist Mittwoch. Ich müsste eigentlich heute Gehalt kriegen. Mal gucken, ob das heute draufkommt. Und wenn das nicht da ist, dann hoffe ich mal, dass Kindergeld da ist. Und wenn das nicht da ist, dann mache ich Randale. Das Kindergeld ist auch schon seit einer Woche überfällig. Ja? Ja, ja, klar. Das ist ganz... Das ist ein Männerkampf. Da springe ich auf einer Stelle herum, das ist blöd von dir. Was kriegen wir? Nix? Oh. Ah. Ach so. Nein, es frisst mich. Es frisst meine Rubine. Es frisst meine Rubine. Lass mich raus. Es frisst wirklich meine Rubine die ganze Zeit. Ist ja nice. Ich vertraue keinen von denen. So. Was gibst du mir? Ah, schön, 20 Rubine. Lass mich in Ruhe. Scheiß Teil. Mag ich nicht. Map, map. Map. Hier gibt's doch Pfeil und Bogen. Warum nutze ich die nicht so nebenbei mal? Also braucht man einen. Okay. Und schon wieder ein Glücksfragment, die schmeißen sie uns auch hier hinterher. Am Ende habe ich dann 99 von jedem und dann, ja. Oh. Okay. Ne, ich lasse erstmal so ausgerüstet. Ja. Ach, was ist hier hinten? Ah, hier auch. Okay. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ach, verdammt. Verdammt, zweimal daneben. Jetzt aber nicht. Ich erstmal nach oben lang. Oben ist das Hoffnungswesen. Ach, die leben bestimmt erst, wenn ich Dings, wenn ich die aktiviert habe hier. Ach, sie blockieren mich auch noch. Das ist ja schön zu wissen. Okay, da muss ich ein bisschen umdenken. Aber ist auch kein Problem für mich. Dann gehen wir einfach einmal außen rum. So. Hui! Habe ich jetzt wirklich nur zum Leben gemacht? Wer nicht? Hallo, warum triffst du nicht? Also wenn das nur zum Leben machen ist, ne, dann... Ja, wollte ich doch gerade mal meinen. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Was haben wir hier? Den Kompass halten. Du siehst, wo sich interessante Dinge befinden. Hip hip hurra, drücke Start und betrachte die Karte. Wir springen von LOR. Ja, ist mir egal. Mich interessieren keine interessanten Dinge, weil da eh meistens nur Glücksfragmente drin sind. So, okay. Also, dann war hier einfach nur der Kompass drin. Okay, im Endeffekt habe ich den nicht wirklich jetzt hier nötig, weil mich interessieren keine interessanten Dinge. Obwohl, ich könnte ja mal gucken. Ja, wie gesagt, da oben ist Boss. Wow, da ist sogar dieser Knochen. Ah, da ist noch eine Schatztruhe. Und in dem Raum soll auch eine Schatztruhe sein? Was? Ach nee, das ist ja... Oh, Snakes. Der zeigt ja nur die Höhe an, wo ich... Der zeigt ja nicht die Höhe an, welche ich bin. Oh, runtergefallen. Ach, hier ist auch so ein Ding. Ah, okay, ich weiß, wofür es hinaufläuft. Okay. Aber der Dungeon ist eigentlich gar nicht so schwer heute. Also ich finde, er ist ganz okay. Wir schieben den Stein weg. Ja.
Jetzt müssen wir nur dieses Stein hier wegschieben. Aber, oder? Oder naja, schaffen wir auch so. Natürlich die Glücksaktion, die ich mache. Ich rüste den Pfeil aus. Mensch. Ich hoffe, das klappt. Ja, das klappt. Das klappt sogar sehr gut. Ja, ich hatte eher Angst, dass der jetzt verschwindet, wenn ich da dann halt, ja, durch diesen Stein gehe. Oh, Schlüssel. Ja, okay, der ist auch wieder ganz unten am Anfang. Dann gehe ich auch einfach mal hinterher. Okay. Kleinen Schlüssel erhalten. Oh, er öffnet verschlossene Türen und Barrikaden. Ja, ich weiß. Wie oft du es mir auch immer sagen... Was ist eigentlich hier? Doch, da ist richtig. Oh, Kotzgefühl im Magen. Oder im Mund. Hier ist auch noch eine Tür. Was ist das denn? Was ist das denn, um Himmels Willen? Beknackter Zauberer. Oh, für 80 beknackte Muscheln. Mein Gott, das hätte ich mir auch ersparen können, ganz ehrlich. Wofür brauche ich eigentlich diese Muscheln? Ich habe Glücksfragmente ohne Ende, ich habe Muscheln ohne Ende und ich habe keinen Plan, wo ich die einsetzen soll. Nee, hier lang. Ja, irgendwann kommt vielleicht die Zeit, da werde ich es wissen. Ihr könnt mich mal ganz in Ruhe lassen. Ui, fick dich. Fick dich einfach, Mann, du bist genau auf mich gesprungen. Einmal langziehen. Okay. Wow, 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 wow. Okay, das war knapp. Ich hätte Angst, dass wir nicht heil rüberkommen. Ja, ja. Du hast auch immer Angst gehabt, ey. Oh, drei Hände. Händealarm. Mach euch Hände fertig. Oh nein. Okay, einen Moment mal kurz. Abbrechen. So. Okay. Oh na. Juhu. Das sieht erotisch aus. Ja, und ich lasse mich natürlich treffen. Oh, ich bin so beknackt, ne? Okay, und die Schlange ist auch besiegt. So, also, was... Ja, okay, das ist einfach. Da steht ja schon, Lösung an der Stirn geschrieben. So, dann setze ich aber hier drauf. Dann rüste ich ja mal mit dem Schwert. So, ah, verdammt, Mann. Und dann, ja, das war einfach. Ich muss nur noch mit dem Schwert das aktivieren. Und dann hoffe ich, dass wir gleich den, Dungeon-Boss-Schlüssel kriegen. Wenn ich mich fertig machen und zur Schule gehen. war das klug? Ich hoffe mal. Ja, okay, es geht auch so. Yay, Schlüssel! Eröffne verschiedene Schlüssel im Dungeon-Knopf. Dun, bam, und ist sie auch schon hoch? So. Mir fällt gerade mal ein, wofür müsste ich klein werden? Okay, da ist eine Kiste. Da sind zwei Hände. Nein, sie hat mich. Nein! Selbst diese abgefickten Hände bringen mich zurück. Das ist uncool, Leute. Das ist uncool. Ja, okay. Da müssen wir aber jetzt nicht durchkommen. Natürlich lassen wir uns wieder von diesem beknackten Skelett treffen. Ups. Die Taste lasse ich am besten gar nicht mehr los. So. Bisschen Gas geben. Aber ich habe da was gesehen. Da müsste ich klein werden für. Weil da war wirklich ein kleines Tor hin. So, und damit werden wir klein. Das könnte mal ein bisschen schneller gehen. Doch. Jetzt sind wir wieder ganz kleine Link.
Hui, hui, hui. Wir machen ganz schnelle Rollen, aber ich glaube nicht, dass wir unbedingt schneller sind damit. Wow. Oh, 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 oh. Okay, das war jetzt eher Zufall. Da sind die Hände der verdammten. Verdammten Hände, ey. Tatsache, hier muss ich klein werden. Und dann? Wusch! Falsche Taste. Sorry. Wieso drücke ich die falsche Taste? Ja, ist ja auch egal. Ich kann den Schlüssel nicht kommen. Ja, ja, leck mich doch. Ich hoffe, ich schaffe das nur mit, Mann, lass mich doch in Ruhe. Ich sterbe sonst. Ich muss wieder klein werden. Also, für diesen kleinen Schnittfehler, wenn ihr was schwarz gesehen habt, tut es mir wirklich leid. Ich habe mich einfach an der Taste vertan. Ich muss mal die Taste umlegen. Aber das ist einfach so am besten mit Audacity aufzunehmen. Da kommen nämlich da keine Probleme. Ich spring voll in die Hand rein. Oder auch nicht. Und ich hätte jetzt wieder die falsche Taste gedrückt. Warum will ich andauernd auf die Taste drücken? Und schon wieder hat er mich erwischt. Es gibt's doch nicht. Obwohl, Zeitersparnis. Ja, ich sollte das Herz vielleicht mitnehmen. Wäre praktisch gewesen. Mach ich auch. Also 8.09 Uhr hier. Ich muss um 8.30 Uhr oder so etwa los. Ne, muss ich gar nicht. Ich muss um 9.25 Uhr muss ich da sein. Kann ich auch ein bisschen später losgehen. Ja, ich denke mal so, dass ich hier danach noch einen kurzen Part aufnehme. Und dann wollen wir mal weitersehen. Ich meine, wir haben eh hier schon so viele Fails bei The Legend of Zelda gesehen. Bei mir. Da wird es gar nicht mehr auffallen. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Part ich bin. Ich weiß gar nichts mehr über das Spiel jetzt. Natürlich leben die ganzen Biester wieder. Ah, ne, schütze mich nicht damit. Den habe ich noch behalten. Das ist schön. Na, Händchen. Diesmal nicht. Diesmal einfach nicht mit euch. Oh, du kannst mich mal Hand. Wenn du die Hand bist, die mich die ganze Zeit gegriffen hat, ne? Ja. Okay, ist eine Tür. Und hier müssen wir wieder graben. Was sind das für Biester? Das sieht aus wie so ein Rochen. Aha, da geht's nach oben. Hahaha. Und da wird eine. Ja, ich hab so ein Gefühl, was hier ist. Oh, 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 oh. Okay, das war böse. Ah, hier brauchen wir den Schlüssel, okay. Den Schlüssel haben wir ja. Ja. Achso. Sag mir jetzt nicht, ich habe mich für die falsche Seite entschieden. Ich habe mich für die falsche Seite entschieden. Oh, ist das beknackt. Ist das beknackt. Da ist die Taste. Ich sollte mir wirklich merken, welche Taste ich drücken muss. Natürlich leben alle wieder. Nur weil ich ein falsches Loch entschieden habe, oder wie? Oh, jetzt bin ich aber richtig. Tatsache, der große Schlüssel erhalten. Er öffne große Schlösser. Und schiebe und... Okay. Oh nein, ich muss husten. Oh scheiße, wo sind die Hände? Okay, dann würde ich aber sagen erstmal, weil 19 Minuten 10 Sekunden ist eine lange Zeit. Wir enden erstmal den Part und ich springe genau da drauf. Bin ich scheiße, ey. Ja, wie dem auch sei. Also, ich gehe jetzt noch auf das rote Ding. Mit Feuerenergie natürlich. Aber beende ich erstmal den Part und ich würde euch sagen, danke erstmal fürs Reinschalten. Im nächsten Part besiegen wir dann hier den Boss. Ich frage mich, wer das wirklich ist, ey. Man redet ja irgendwie von Luftschloss und dann ist man im Untergrund und dann, ja. Das Prozedere ist ja voll seltsam hier. Wie dem auch sei. Im nächsten Part besiegen wir dann den Boss hier und bis dahin würde ich erstmal sagen, danke fürs Reinschalten. Entschuldigung für den Fail vorhin, vor 5 Minuten etwa. Und bis zum nächsten Mal. Masala Vista. Baby.